So, beim letzten Mal sind wir hier bis zu Morgoth gekommen. Ich habe den einmal probiert und dann die Folge erstmal beendet. In der Zwischenzeit habe ich den ganzen Untergrund hier aufgeräumt und bin ein paar Level gestiegen und hoffe, ich kann es jetzt mit ihm aufnehmen. Habe jetzt auch mittlerweile ein zweites Setup probiert, und zwar zwei Twin Blades. Die beiden hier. Dann ohne Schild ein bisschen offensiver, aber dafür auch ordentlich Damage. Im Notfall nehme ich aber trotzdem noch mein Schwert und Schild. Das ist auf Dauer ein bisschen sicherer. Jetzt wollen wir mal sehen, was der so drauf hat. Jetzt mal ablenken lassen. Bleibt denn mein Helfer hier? Wo ist der? Was macht er denn da? Ja, das war wohl nix. Probiere ich es mal mit der Mimiktier. Gucken, wie gut das klappt. Seelen sind egal, waren irgendwie nur 1000. Ah, bisschen zu früh. Also die Sprungattacke macht echt viel Schaden, wenn die beiden Hits treffen. Oha. Oha. Was ist denn hier los? Oh nein, nein, nein. Ah. Ja, ein bisschen gierig, aber ich muss mich noch an dieses Setup gewöhnen. Ey, der ist tot. Der ist doch gestorben. Jetzt bin ich gespannt, ob das gezählt hat oder nicht. Nope, hat es nicht. Okay, schade. Oh, ich habe vergessen, mich zu heilen nach der Mimik-Tier. So, immer die Sprungattacke. Oh nein, das hört jetzt gar nicht mehr auf. Wahrscheinlich nur die erste Phase. Oh nein, 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 nein. Irgendwas passiert. Ist vorbei? Okay, das war easy. Muss ich leider sagen. Können wir direkt mal hier oben gucken, was da gibt. Okay, hier kann ich noch nicht rein. Dann weiß ich, wo es sonst weitergehen könnte. Und zwar erstmal das Leuchtfeuer hier aktivieren und aufleveln. Oh. Hello again, old friend. A
Allow me a moment to converse with you. You were unable to enter the Erdtree, no? Prevented by the mantle of barbs. The thorns are impenetrable. A husk of the Erdtree's being that spurns all that exists without. The only way to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord is to pass the thorns. My purpose serves to aid in that very act. So I'd like you to undertake a new journey with me to the Flame of Ruin, far above the clouds, upon the snowy mountaintops of the giants. Then I can set the Erdtree aflame and guide you down the path to becoming Elden Lord. Ja. Die Map gucke ich mir gleich an. Erstmal aufleveln. Turn your runes to strength. Let my hand rest upon you. Share them with me. Your thoughts. Your ambitions. The principles you would follow. Talk to Medina. I wish to journey with you to the flame of then and guide you. So ist dasselbe. Der Karte. Okay, gut. Dann muss ich dafür hier hin. Dann den Weg hier zurück und dann links. Da ist ein großes Tor, das ist offen. Da bin ich so halbwegs durchgekommen und habe die Items gesammelt und dann war da ein Aufzug. Und da bin ich erstmal noch nicht weitergegangen. Das ist aber auf der Karte genau der Weg, der hier gerade markiert ist. Da geht es dann genau lang. Hier unten bin ich einmal hergelaufen, da waren Items und hier oben waren auch überall noch ein paar Items. Und da vorne geht's weiter. Genau, den Aufzug habe ich noch nicht runter. Bin einmal hoch und dann umgekehrt. Ich hoffe, es folgt mir jetzt keiner hier hin. Einer. Traut sich nicht. Jetzt geht's hoch. So, hier bin ich noch nicht weitergegangen. Okay, die Markierung ist auch schon weg. Alles machen. Ich kann mein Pferd immer noch nicht holen. Natürlich sehr fair. Für einen Mistkäfer. Komm, was machst du? Oh, der haut aber rein. Hauen aber auch rein. Da sind halt zwei Twin Blades, deswegen dieses Moveset machen beide noch Blut. Also das ist einfach, das ist zu stark. Da hinten ist der Mistkäfer. Hoffentlich keine Falle. Nein, 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 nein. Boah, was ist das denn? Alter. In
sechser Stein, okay. Hier scheint nichts zu sein. Geht's weiter? Kurz hier mal gucken. Kein Item, nichts zum Runterspringen. Ob ich hier. Okay, hier gibt es einen Weg. Das hätte natürlich sehr gerne ein Kartenfragment für die nächste Area. Aber alles mit der Zeit scheinbar. Das ist ein Aufzug. Geht auch da lang. Erstmal den Aufzug. Oh, da konnte man hin, das mache ich glaube ich jetzt direkt zuerst. Bin ich gespannt. Okay. Holy Weapon. Jetzt ist die Frage, wohin? Einfach runter. Ja. Mal den Aufzug wieder zurückholen. Hier ist nix. Okay, da geht's schon mal in Richtung neue Area. Aha, das ist ein Leuchtfeuer. Okay, wir sind im Schneegebiet angekommen. Hier sind Blutflecken, irgendwas ist hier passiert. Die wollten alle darüber springen. Lohnt sich das denn überhaupt? Erstmal aktivieren, dann kann man es versuchen. Okay, das war nix. Kann man direkt zurückreisen. Jetzt heißt es hier erstmal die Karte irgendwie kriegen. Dafür reite ich einfach erstmal den Weg entlang, ohne irgendwas zu machen. Hier sind die wieder. Wir müssen die Karte aufdecken. Und ja, kurz zu Fuß. Karte kann ich gerade nicht öffnen.
Mal hier hoch. Was haben wir da? Eine Träne. Nee, hier ist Seed. Golden Seed. Oh, was ist das denn? Oh, langsam ein bisschen verirrt hier. Ah, da haben wir es doch. Da ist eine Map. Oh oh. Oh oh. Habe ich jetzt Bock auf dich? Nee, ich wollte eigentlich die Karte holen. Komm später wieder. Jetzt habe ich aber auch keine. Oh, was? Was zur Hölle? Zum Glück nicht ganz irgendwo hinten gespawnt, sondern hier. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich an dem vorbeikomme, ohne zu sterben. Ist ein Leuchtfeuer. Schnell, schnell. Schnell resten. Okay. Das ist wieder so ein Aufzug, aber ich glaube, ich habe hier noch nicht das komplette Medaillon. Oh doch. Es geht aufwärts. So, ich wollte die Karte. Sollte auch irgendwo hier sein, direkt. Oha. Geisterrehe. So, Mountaintops of the Giants West. Die Markierung geht immer weiter. Gut. Haben wir die Karte schon mal. Jetzt gab es hier unten noch einen anderen Weg. Den möchte ich zuerst mal gehen. Müsste da ja beim Aufzug gewesen sein. Man konnte zum Aufzug oder den Weg entlang. Na, da lang. Boah. Okay, da geht's da lang. Na, gucken wir mal. Bevor wir das Schneegebiet anfangen, erstmal die Capital-Sachen hier zu Ende bringen. Und das scheint ja noch dazu zu gehören. Kommt gleich irgendein Riesendrache oder irgend sowas. Okay.
Das ist weird. Oh fuck. Bringt mir nicht irgendwas. Stehen hier. Die Waffen sind echt so krass. Man muss nur treffen. Ah, Glück gehabt. Macht denn mein. Was macht der da hinten? Der klopft seinen Kopf gegen den Boden. Ich kann alles alleine machen, ey. So, einer down. Komm, hau den mal. Dieser Pumpkinhead ist ganz schön dumm, ey. Hinter dir, Bro. Er ist echt nutzlos hier gerade irgendwie. Aha. So. Beim ersten Versuch. Kann ich hier wieder raus? Danke. Okay, das war crazy. Wenn ich zurückgehe, passiert nichts. Egal, ich will es nicht rausfinden. Bestimmt noch nicht rein. Doch. Hier kriegt man wahrscheinlich hier die Rune oder was war das? In diesen ganzen Divine Towers ist ja eigentlich immer das gleiche. Bisschen sehr neblig hier. Genau, jetzt habe ich seine Rune. Gut, dann kurz resten. Und dann kann es hier weitergehen. Okay, hier ist ja noch nicht wirklich viel. Das ist so ein schmaler Pfad eigentlich, den ich da gerade abgeritten bin. Hier beim Aufzug, hier war die Karte. Das kann ich kurz hier abreiten und dann habe ich eigentlich schon den nächsten Checkpoint hier. Eine 7er Rune. Irgendwas muss hier oben da sein. Ein Item. Okay. Weiter geht's. Überall dieser rote Schimmer.
habe das Gefühl, der weist irgendwie einen Weg, aber sieht nicht so aus. Ja, hier ist auch nichts. Da könnte oben vielleicht noch was drauf sein. Ah, da ist was drin. Oh, und 7er, nicht schlecht. Ja, ich jetzt nicht ständig versuchen, da hochzukommen. Kurz geguckt, aber sah nicht so aus, als gäbe es da irgendwas. Hier, das hatte ich schon eingesammelt. Jo, ich hatte jetzt hier noch diesen riesen Vogel. Mal den hier heilen nicht vergessen. Brauche ich eigentlich mein Schwert? So. Boah, der haut ordentlich rein. Ich muss das nutzen, solange der andere noch da ist von mir, der Helfer. Eigentlich nur Damage machen. Was haben wir hier? Ein bisschen Eis. Falscher Knopf. Fast tot deswegen. Wow, 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 das haut ganz schön rein. Komm noch einmal, dann bist du weg. Okay, den Rest kann ich auch mit dem Schwert machen, oder? Das kriegen wir hin. 60k, nicht schlecht. Seine Waffen. Da geht's lang. Kurz nochmal hier gucken, ob Items rumliegen. Was ist das hier? Materialien. Okay, den Aufzug habe ich schon genommen, man kann nicht direkt hier hin. So, hier kam. Okay, das war dumm. Ich muss nochmal den Aufzug nehmen. So, jetzt. Muss ich hier den Bereich abklappern? Hier hatte ich die Karte aufgesammelt. Ein Checkpoint hier oben wäre nicht schlecht. Ja, meine Twin Blades wieder. Ach, guck mal, ich habe das Sonnen. Oh. Hier ist ja eins. Oh, den kennen wir noch da hinten. Komische Bugs hier. Finally, the tarnished. Oh my. I fear that you were previously acquainted with this. Well, that is my. As for his flesh, I hope you can make your peace with that. You were about to sacrifice the life of a fair maiden.
that you would toss into the fiery flame, only so that you may be Lord. What a horrible thing to ponder, your ascendancy. But how would the Lord, chosen, tarnished, spare, if you are prepared and attain lordship, then heed the word. Chosen, tarnished, descend into the seek audience with the three fingers and the flame of frenzy. If you inherit the flame of frenzy, your flesh will serve as kindling, and the girl can be spared, setting you on the righteous path of lordship, the path of the Lord. Burn the Erd Tree and incinerate all that devour. May chaos take the world. May chaos take the world. Okay, der ist richtig am Ausrasten. Das hat sich angehört, als wenn er mir die verschiedenen Enden des Spiels schon aufgezählt hätte. Okay. Ich muss Audience seeken. Da geht's weiter. Aber erstmal muss ich wahrscheinlich hier durch. Aufleveln wollte ich, genau. Hier linke Seite von oben ein bisschen Überblick verschaffen über irgendwelche Items. Neuer Gegner oder kennt man ihn schon? Kenn ich noch nicht, oder? Boah, was? Der hält ja. Junge, der. Ich bin hier vollkommen fehl am Platz gefühlt. Gerade noch alles gemetzelt und jetzt. Hier mal mein Schwert und Schild testen. Was das hier macht? Okay, das geht noch. Boah, der gibt aber auch 5000 Seelen, der Dude. Schon mal ordentlich. Hier ist alles wieder voll verwinkelt. Noch einer von denen, zwei Stück. Oh, ich glaube zwei. Da brauche ich den hier. Knapp. Okay, das ist echt nicht ohne hier. Da sind meine Seelen. Probier mal den aus jetzt. Oh, jetzt kommt so ein Falk und will mir am Sack gehen. Nee, komm mit denen. Hier geht's runter. Hab ich jetzt keinen Bock zu streiten. Ich hoffe, ich kann überhaupt hier irgendwas reißen in dem Gebiet. Oh, das ist gut. Das machen wir zuerst. Ah, jetzt kann ich nicht reisen. Ey, die sind ja überall hier. Das sind ganz normale Gegner. Ich... Boah. Ich mache hier kaum Damage gegen die.
Ich würde erstmal das Ding hier gerne abgeben, dass ich weiß, was für Upgrade-Materialien ich kaufen kann. Das wäre ganz interessant. Da hinten ist so eine Statue, die einen Weg weist. Da läuft mir einer hinterher. Oh, ich bin fast tot. Boah, das Gebiet ist noch ein bisschen zu crazy, echt. Das hier. Ach komm. Nein, ey, das kann nicht sein, dieser Kackvogel. Ein 7er Stein. Den habe ich schon mal geholt. Jetzt ist nur noch meine Seelen und erstmal weg hier. Das ist echt noch zu krass. Muss überlegen, was ich dann sonst noch, wo ich sonst noch hin kann. So, die Statue hat irgendwo da in die Richtung gezeigt. Ich da noch mal kurz rein aus Neugier. Oh, diese scheiß Falken. Ist da unten. Guck mich hier die vertragen. Ja, die gehen wieder klar, aber diese Dinger am Anfang waren zu hart. Hier da. Das eben aktivieren. Na komm, was soll's. Kann ich mal durchlaufen, gucken, was hier so gibt. Ich habe wieder mein anderes Setup nehmen. Jetzt rechts hier geradeaus. Wie viele kommen von euch? Zwei. Oh, gefällt mir das. Ah, jetzt wirft er damit Sachen. Oh, das war fies. Komm her. Hier.
Okay, da ist Vorsprung, aber ich glaube, da ist kein Item. Weiter geht's. Hier ist die Boss-Tür. Gucken, ob ich mich anschleichen kann. Wahrscheinlich nicht. Nee. Oh, oh, fast tot, fast tot, fast tot, tot. Ich laufe mal den Gang durch. Hier ist noch ein Aufzug. Ein bisschen mehr Ausdauer, stelle ich gerade fest. Oh, fuck. So. Töpfe. Gucken, dass es keine gelben sind, die explodieren nämlich. Ich lasse die erstmal, aber ich glaube, das wird mir zum Verhängnis. Ja. Oh, verdammt. Ein großer Topf. Oh, ich will einfach nur den Hebel hier erstmal finden. Mal einmal rumlaufen. Da geht's rein. Okay, aber ich muss den Topf. Topf muss ich mir holen. Aha. Das ist crazy, was der macht. Oh, jetzt kommt sein Gehilfe da. Oh, shit. Komm. So, was mache ich mit dir? Du drehst das mal durch, dann kann ich mal. Mache ich mal ein bisschen Distanz. Er kommt trotzdem dran. Jetzt härtet der sich wieder. Komm. So. Da ging es rechts weiter, ne? Was willst du? Boah, das war knapp. Das nenne ich mal Reflexe. Okay, da ist irgendwas Explodierendes. Wo wirklich hoch kann man nicht, also man kann damit hochfahren, aber bringt einem nichts. Oh, 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 oh. Weg, lass mich in Ruhe. Da ist das. Da ist noch einer. Boah, Junge, Junge, was macht denn der für Schaden? Der war krass. Okay, weiter. Oh nee. Auf euch habe ich mal gar keinen Bock.
Nee, nee. Oh, da war wieder eine Falle. Da geht's runter. Muss ich mir merken. Und hier ist einer von denen. Mach ich wieder den hier, wa? Nein, 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 nein. Sonst nix. Da ist noch Upgrade-Material. Schauen wir hier. Okay. Sonst nix. Wo bin ich denn jetzt hier? Hier geht's hoch. War ich hier schon? War ich hier nicht? Das kommt mir doch bekannt vor. Ja, die waren aber gerade noch nicht da. Ich glaube, ich bin wo. Ah, warte mal. Macht dein Ding. Ja, es muss jetzt natürlich sein. Bin da oben runtergesprungen. Kurz gucken. Bin verwirrt wieder. Oh fuck, hier war ich noch nicht. Okay, okay. Das heißt, unten beim Aufzug kann ich dann mal runter auch und den anderen Weg gehen. Ich hab Bock auf die Katze hier, ey. Ey, wo kommt der denn her, der kleine... Wo kommen die da von mal her? Jetzt habe ich nichts mehr zum Heilen. Machen wir doch mal Schwert lieber rein. Schild. Nein, bitte nicht sterben. Doch, gestorben. Boah, den Weg finde ich nie wieder zurück, ey. Hier kann man auch runter gehen, aber erstmal hole ich meine Seelen wieder. Das ist interessant. Da geht's also auch lang. Erstmal noch diese komische Katze hier besiegen. Oh nee, nicht den ganzen Weg nochmal. Ah, du... Oh, ich kann nicht mehr, diese Katze, ey. Ach nee, hier ist die Katze. Oh, okay.
Okay, nee, ich gehe jetzt zum Boss. Kein Bock auf die. So, hier ist der Boss. Endlich. Boah, ich nix wie raus hier aus dieser Höhle. Kein Bock mehr hier. Ist wieder so einer. Mach gar keinen Schaden, was ist denn da los? Na jetzt. Ah, shit. Komm. Oh, was ist das für eine Hitbox? Mann. Ey, ich treffe den einfach nicht. Jawohl. Danke, Bro. Golden Seeds. Oh. Ach, wollte ich eigentlich noch abgeben. Hab ich noch gar nicht. Da ist noch eine Truhe. Raus. So, jetzt gehe ich einmal zum Roundtable, gib die Dinger ab. Zwei Stück habe ich noch. Und jetzt bin ich gespannt. Okay, 1 bis 6 kann ich jetzt kaufen von den normalen. Da ist immer noch bei 4. Okay, ich kann noch mehr von denen holen. Ich bräuchte mal von denen hier 4 bis 6. So, die Katakomben habe ich jetzt fertig. Jetzt müsste ich quasi nur noch den Weg hier entlang gehen. Ja.